Ich liebe Surts Schloss, denn ich kann mir selber unter den Rock gucken. Bei Let's Play Valkyrie Profile. Diese Viecher sind festgesetzte Encounter. Aber weil wir großartige Sprungmuskulatur unser eigen nennen, können wir ganz einfach dran vorbeispringen. Zumindest häufiger mal. Ja, das passiert, wenn man nicht nach unten gedrückt hält. Wie gesagt, bei jeder Schatztruhe sollte man nach unten gedrückt halten, weil es könnten potenziell Lapislazulis drin sein. Die, ouch, genau, auf Stacheln kriegen wir mächtigen Schaden. Naja, so mächtig ist er nun auch wieder nicht. So, ich muss mal gucken. Hier war irgendwo eine weitere Schatztruhe, aber die war nicht hier oben, sondern die war hier unten. Genau, wieder mit eiskalter Friseusen-Freeze-Check, ja. Hilft mir leider Gottes nicht gegen die Einfrierungswahrscheinlichkeit aus der Schatztruhe, die denn hier des Häufigeren doch mal kommt. Jetzt gibt es hauptsächlich fiese Gegner, die... ein seltsamer Eiskristall, der eine Sailor-Kriegerin drin ist. Nein, noch nicht zumindest. Jetzt gibt es hauptsächlich nur noch diese... Gibt es vielerorts diese Dinger da? Haha! Und jetzt kann ich einfach dran vorbei. Das Problem ist, ich könnte sie zwar besiegen, aber sobald ich den... Sobald ich den Bildschirm wieder betrete, sind sie wieder da. So, jetzt bekommen wir die Purgatoriumsflamme. Flamme aus. Das Feuer sieht aus, als würde es ausgehen. Und deswegen muss ich hier jetzt ganz schnell mich hier durchackern. Diese Kämpfe sind im Grunde des... meine ich das Gleiche. Es sind Warnen und ein weiser Zauberer. Aber das Problematische ist... Moment. Genau, Mystic Cross. Alles drauf kotzen. Ich mache das nämlich jetzt wieder mit einer mächtigen Superangriffskanonade von meinem lieben Mystina, dass ich sie wegholze. Ich meine, dass diese Viecher in diesen festgesetzten Encountern, also von diesen Gruppen, die ja quasi auf dem Boden der Tatsachen so herumstehen und sich sonst nicht bewegen, sind stärker als der Standardkraft. Meine ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie halten mehr aus. Schien mir eine Sache zu sein, als ich nicht auf diese Art und Weise gegen sie gekämpft habe, sondern versuchte, wieder an ihnen vorbeizuspringen. Was allerdings wegen der Eiszapfen, die von oben runterfallen, ein bisschen schwierig ist. Würde ich nämlich dran vorbeispringen, dann würde mich wahrscheinlich einer treffen, oder es hatte bei jedem Versuch mich einer getroffen. Und ich bin auf den Typen geschleudert worden. Und dann hatte ich Charge Time in der ersten Runde und wurde direkt angegriffen. Das Problematische an der ganzen Situation ist jetzt, wir haben die Purgatoriumsflammen. What the fucking shit of fuck? Was? Ups, ich hoffe... Nein! Hau drauf! Nein, oh, nicht du! Verdammt, da mich noch eins! Wehe. Lass ihn in Ruhe, lass den Läufer in Ruhe. Danke. Ich werde es kurz demonstrieren. Mist. Ich frage mich, wann ist die Mystina so mächtig am Arsch? Ja, das ist das Problem, das ist das, was ich daran meine. Nämlich die Zauberer, die halten so eine Kanonade irgendwie aus. So, der ist hinüber. Habe ich noch was übrig für einen anderen Neandertaler? Nein, habe ich nicht. Triple Slash. Leicht, ouch. Leicht kann ich das Ganze... ja, wunderbar. Moment, der ist quasi fast... Nein, doch, der ist fast hinüber. Den machen wir jetzt palatt. War sowas von. Und, Moment, der nächste... Ich lasse das jetzt drin, weil ich meine... Badabadings. Nein, den lassen wir... Ich hoffe, dass er jetzt gerade Sternchen sieht. Nein, das tut er nicht. Dann lassen wir Mystina einmal kurz übrig, weil der Läufer hier ordentlich stehen, den Zurückschalliger macht und... die Mystina werde ich jetzt... jetzt halt ihr euch! Nicht die ganzen Runden davor, nein! Ich werde jetzt trotzdem einen Heilspruch reinholzen. Ist zwar eigentlich nicht so sehr notwendig, weil ich ja meine ganze Kohle in irgendwelche Heil-Items reingesteckt habe, bevor ich hier dem Ende entweder... So, wehe, du siehst keine Sternchen! Es sieht keine Sternchen. Ist aber auch ein Warne. Das dürfen die dann manchmal doch. Ah, sehr schön.
schön voll machen, bevor es dem Ende entgegengeht. Okay, diese Truppe hat weit länger überlebt, als ich das in irgendeiner Form vorhatte. Vielleicht schneide ich den Kampf doch raus, aber ansonsten ist die Action zu wenig. Verdammt nochmal, was auf jeden Fall zu viel ist, ist hier die Unterbrechung durch irgendwelche Werbungsschnöller-Dings. Keine Ahnung, ich muss mir irgendwas mal zugelegt haben auf dem Rechner, was dann auch noch dort den Browser aufmacht. Ich mach den Rechner, wenn ich nach Hause komme, und der Browser geht auf. So, der Eiskristall ist weg und die Purgatoriumsflammen, das sind nach 120.000 Event Experience, ausgegangen. Ich glaube sogar, das ist absichtlich so knapp. Man muss so schnell hier durch, ansonsten hat man verloren. Dann darf man den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, die Gegner sind wieder da und ich kann an den Gegner nicht so gescheit vorbeispringen. Nein! So, Bums, 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 Bums. Nein! Boah! Okay, ich werde dich jetzt missbrauchen, Gegner. Nein! Ich will dich missbrauchen, Gegner. Bums. Okay. Nee, ruf da. So, wups. Da ist gar nichts. Moment, da war auf der anderen Seite, glaube ich, irgendwas. Moment, wir gucken mal kurz nach oben. War da? Nein, da ist nichts. Da muss auf der anderen Seite irgendwas sein. Merde! Also ich nehme alles zurück. Ich glaube, die Viecher sind nicht. Also die in den festgesetzten Gruppen sind die gleichen langweiligen Gegner wie sonst auch. Halten nichts aus, sind langweilig, können nicht viel. Es ist im finalen Dungeon nicht unbedingt das, was ich einem tollen Gegnerdesign nochmal entsprechend sehen wollen würde. So, Schätze alle gefunden. Nicht mit der Schneeflocke verwechseln. Die komische Schatznavigation. Nein, ich halte mich dann doch ein bisschen mehr und länger in diesen Dingern auf. Ich finde es, muss ich gestehen, auch ein bisschen langweilig. Diese ewig gleich aussehenden Räume überall mit den Eisgranulatsverteidigungssystemen für schlechte Springer. Und das war, glaube ich, auch jeder Schatz, den ich hier mitnehmen kann. Ups. Und hier haben wir den mächtigen Großwächter, Mithril Golem, den ersten und zweiten, weil er genauso aussieht wie die anderen auch. So, wir werden ihn bekämpfen wie die anderen auch. Aber er geht nicht so vor wie die anderen auch, nämlich... Bams! Bams! Genau, er geht ein bisschen anders vor, nämlich er fängt an mit... Ich halte mir aus! So, und wir hauen... Eigentlich brauche ich es, glaube ich, nicht. Aber ich mache es trotzdem. Dann dauert der Kampf länger und ich kann mir Erfahrungspunkte abstauben. Bobs und schön launch him into the air. Jawohl, ja. Und wenn die Charge-Time-Kristallchen alle auf... Nein, sie gehen natürlich nicht alle. So, jetzt ist er mächtig powerful. Und ich glaube, in der... Oh, wunderbar. Skate. Mystic Cross. Und in der nächsten Runde, wenn es überlebt hätte, hätte er, glaube ich, nur unsere Party mit einem Abwehr-Debuff versehen. Und danach wäre er dann doppelt tot. Ansonsten wären wir dann, glaube ich, langsam Richtung im Arsch gewesen. Naja, eigentlich nicht so sehr. Also er ist nicht so der wahnsinnig Typ. So, okay. Die hätten wir auch überwunden. Der Weg wird immer kürzer, aber länger, weil unsere Beine schwer sind. Ja, genau, schon wieder so ein Raum. Und da muss man hier rüber und rüber und rüber. Dann ist man bei der Schatztruhe. Dann kriegt man ein nobles Elixier. Und dann beobachten wir mal, da ist der Bubbel immer noch da. Deswegen muss hier unten noch irgendwo eine Schatztruhe sein, die wir jetzt gerade gefunden haben. Und da wir unsere tolle Plattform ganz kaputt gemacht haben, gehen wir so nach oben. Dann nochmal. Und dann bedanken wir uns an den herunterfallenden Eisklötzen, weil wir sie uns dahin gedingst, geschleudert haben. Du kannst mich mal, tralali, tralala, tralali. Ah, wisst ihr was? Ich will ihn umbringen, er sieht anders aus. Ich habe nicht gegen gekämpft, aber es ist doch nicht anders. Danke. Okay, dann nehmen wir noch ein paar tolle Erfahrungspunkte mit, während wir hier The Disaster of the Hell from Heaven irgendwie nochmal herunterballern. Ich meinte, es wäre vielleicht eine andere Gruppe, weil, ihr seht ja, diese Warnensoldaten haben eine dunkle Rüstung um ihren Körper angelegt, wenn ich gegen sie kämpfe. Aber offensichtlich nicht, während ich nicht mit ihnen kämpfe. Das heißt,
Auf der Karte haben Sie nur Ihr Freizeitoutfit an, mit dem Sie auch ins Bettchen gehen. Und vielleicht haben Sie es, damit Sie besser mit Ihren Teddybären schmusen können. Ich meine, da ist kalt, da nimmt man sich große Teddybären. Bersi, Perona. Nein, doch. Ja, ich liebe Bersi. Ist, ja, genau, so. Das hätte ich mir auch sparen können, glaube ich. Weil von der Zeit her wird das, glaube ich, gerade etwas schlecht, weil wir haben den finalen Speicherpunkt erreicht. Doch bevor wir fortfahren, möchte ich Zeitperiode 0 von 0, Evaluierung 13, also wir stehen... Wir werden an die vorderste Front geschickt, weil sie uns loswerden wollen. Seht ihr das? Evaluation 13, nur die können nix, die sind scheiße, die sind unter 9000 und... Nein, nicht doch, die war ein Item, aber ich wollte... Ah, da ist es, Status, Evaluation 20, wir sind nichts mehr wert und deswegen kaufen wir uns jetzt gute Sachen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was ich denn haben möchte und... Ja, Moment, war das der Paralyzed-Check? Das war er nicht. Das ist ein anderer Check. Poison? Nein. Curse? Nein. Ah, das ist es, glaube ich. Genau. Also Unverwundbarkeit gegenüber Feind. Und ich brauche für den Endkampf keine Erfahrungspunkte oder keine Bracelets of Zoe mehr, weil wir so viele Lebenspunkte schon haben und auch keine Erfahrungspunkte kriegen werden. Das sei schon mal gesagt. Was haben wir denn noch Schönes denn dabei? Protect? Nein, Power Bangle. Also das ist kein übereifriges Kind, was in den Trainingsschuppen geschickt wird. Nein, es erhöht die physische Stärke. Davon kaufen wir uns auch mal zwei und ein Magic Bangle für unsere Mystina. Dann gehen wir in die Ausrüstung rein und werden den ganzen Schanodder ein wenig... Was ist denn ein Power Bangle? Und... Oh, ich habe genug Stun-Checks. Egal. Dann nehmen wir was mit. Das kann ich mir dann an die Wand hängen, wenn wir erfolgreich hier zurückgekehrt sind. Nach Hause zurück. Moment. Ah, da, Stun-Check. Gut. Das kriegen alle, weil der finale oder die finale Schlacht ist dadurch gekennzeichnet, dass wir dann doch ganz gerne mal ziemlich was einstecken. Deswegen könnte es sein, dass wir gestunt werden. Also gefaintet werden. Und das wäre nicht so gut. Weil das könnte meine Moves irgendwie ganz zunichte machen. Wir werden mal kurz speichern und dann mache ich einen kurzen Schnitt, um mal zu gucken, ob ich hier noch einen schönen Cliffhanger vor dem endgültigen Ende, B-Ende, wie ihr festgestellt habt, machen oder schneiden kann. Und deswegen sage ich mal bis... Okay, aus strukturellen Gründen werden wir uns Surt das nächste Mal ansehen, den mächtigen Surt. Derjenige, der den Weltenbrand über die Welten der nordischen Mythologie gebracht hat. Derjenige, der quasi der Vater der Urwesen ist. Werden wir es schaffen, so das Handwerk zu legen und Lord Odins Gnade zurückerlangen? Das erfahren wir im beschissenen B-Ende in der nächsten Folge von Let's Play Valkyrie Profile. Bis dann, auf Wiedersehen.